Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare 2 Video. Heute schauen wir uns die besten Waffen und Klassen inklusive Waffentuning nach dem Mid-Season-Update an. Das ganze Top-Waffen-Format ist ja eigentlich eher so ein Warzone-Format, allerdings habe ich wirklich oft in den Kommentaren gelesen, ob ich mal so ein Video über die Modern Warfare 2 Meta machen kann. Durch die niedrige Multiplayer-Time-to-Kill hat man hier auch wirklich deutlich mehr Möglichkeiten, Waffen zu spielen. Da hat man so ein bisschen mehr eine breit gefächerte Meta. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt über die besten Waffen in Warzone 2, die besten Waffen in Modern Warfare 2 und die neuesten Updates, abonniert den Kanal, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wie immer natürlich bei diesem Top-Waffen-Format. Wenn ihr Vorschläge habt für andere Waffen oder für Klassen-Setups, wie man sie anders spielen könnte, schreibt sie auch gerne unter das Video in die Kommentare. Durch das Waffentuning und die extrem vielen Aufsätze ist es, ja, nicht ganz so einfach, das eine perfekte Klassen-Setup zu finden. Trotzdem, wie gesagt, heute gibt es in meinen Augen die besten Klassen, die man aktuell spielen kann. Checkt gerne Twitch ab, wenn ihr streammäßig nichts verpassen wollt. Jetzt gehen wir in die Klassen. Let's go. Wir starten direkt rein mit einer der beliebtesten Waffen, die es in Modern Warfare 2 gibt, die es gefühlt in jedem Modern Warfare Teil gibt und eigentlich fast in jedem Teil ist sie einer der beliebtesten Waffen, denn es geht natürlich um die gute alte M4. Die M4 ist, was das Gesamtpaket angeht, wirklich extrem clean, einfach zu kontrollieren und schadensmäßig auch mit einer der besten Waffen. Das macht die Waffe zu einer der kompaktesten, ja, und deswegen natürlich auch beliebtesten Waffen, die es in Modern Warfare 2 gibt. Deswegen in meinen Augen so mit einer der besten Sturmgewehre, die man aktuell spielen kann. Die M4 mit der Crown-Mündung, da habe ich tatsächlich auch gar nichts getunt, weil ich eigentlich sagen muss, wenn ich das getunt habe, hat sich das irgendwie so ein bisschen langsam angefühlt. Deswegen habe ich es tatsächlich hier auf Standard gelassen. Dazu der Tempus 20 Zoll auf, sorgt für allgemein Reichweite, Bullet Velocity, Rückschusskontrolle, etwas getunt auf Rückschussstabilität plus ZV-Geschwindigkeit. Gut gebalancter Wert, muss man hier sagen. Der FSS ohne Laser sorgt natürlich für gute Aspekte. ZV-Geschwindigkeit, Zielstabilität macht die Waffe wirklich sehr kompakt. Dazu der Phase 3 Griff, auch wieder Stabilisierung von Rückschuss, Zielstabilität und so weiter. Getuned auf Rückschusskontrolle plus Bewegungstempo beim Zielen. Und zu guter Letzt der Sakin ZX Griff sorgt für Rückschusskontrolle, dass ihr auch auf über 20 Meter wirklich immer noch gut präzise spielen könnt. Ihr seht, die Waffe hat wirklich einen sehr leicht zu kontrollierbaren Rückschuss. Wenn ihr mit diesem Iron Sight hier gar nicht klarkommen solltet, könnt ihr theoretisch immer noch den Griff zum Beispiel weglassen und dafür ein ganz normales Rotpunktvisier draufpacken. Habt damit etwas cleanere Übersicht, habt natürlich auch immer noch eine sehr präzise Waffe. Müsst ihr so ein bisschen entscheiden, wie ihr das Ganze spielen wollt. Iron Sight oder Rotpunktvisier, beides ist wirklich sehr gut. Immer noch einer der Top-Waffen in Modern Warfare 2. Deswegen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance. Dazu als nächstes die TAC-V. Wirklich unglaublich starke Waffe. Rückschussmäßig etwas mehr Rückschuss, aber ja, dafür haben die coolen gefühlt doppelt so viel Schaden als die anderen Waffen. Das Ganze mit der Sakin 40er Mündung getuned auf Rückschusskontrolle und allgemeine Rückschuss Kontrolle, 18 Zoll auf für allgemein Bullet Velocity, Reichweite und so weiter, getuned auf Rückschussstabilität plus effektive Reichweite, Kron Mini Pro Visier, ja, ist ein klassisches Rotpunktvisier, würde ich auf jeden Fall immer spielen, Tune auf Fern plus etwas ZV-Geschwindigkeit, der Kommando Vordergriff getuned auf Rückschusskontrolle plus Zielstabilität und zu guter Letzt das 30 Schuss Magazin sollte auf jeden Fall ausreichen, das 50er kann man theoretisch spielen, man ist allerdings dadurch deutlich langsamer, deswegen würde ich definitiv das 30er empfehlen, wirklich auch sehr sehr starke Waffen mit einem relativ leicht zu kontrollierbaren Rückschuss, aber wie gesagt, wenn man die Kugeln dafür trifft, ist der Schaden wirklich umso besser, deswegen TAC-V. Auch einer der besten Waffen in Modern Warfare 2 aktuell. Kommen wir direkt zur nächsten Scar-Variante und zwar ist die TAC 56. Auch, wie gesagt, eine sehr, sehr brutale Waffe. Ein bisschen schneller als die TAC-V. Das Ganze wieder mit der Sakin 40er Mündung getuned auf Rückschusskontrolle plus allgemeine Rückschusskontrolle. 17,5 Zerlauf sorgt so ein bisschen für effektive Reichweite plus Geschossgeschwindigkeit. Dazu der Ole V-Laser, ZV-Geschwindigkeit, Zielstabilität plus Sprinten zum Feuertempo. Macht die Waffe wirklich extrem mobil plus ZV-Geschwindigkeit. Ja, die ja gefühlt mit jedem Aufsatz, den man draufpackt, verschlechtert wird, wird hier verbessert, was natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist. F-Tag Ripper und Lauf, getunt auf Rückschuss, plus Zielstabilität, plus die Hochgeschwindigkeitsmunition, macht die Waffe allgemein, was Bullet Velocity, was effektive Reichweite angeht, noch ein bisschen besser. Und das, wie gesagt, meine Freunde, ist die TAC 56, auch in Warzone. Komplettes Monster, aber auch im Modern Warfare 2 Multiplayer. Wirklich extrem starke Waffe, muss man sagen. Dann kommen wir als nächstes natürlich zu der Custom 762, eine Waffe, die wirklich schadensmäßig komplett stark ist, ist ja quasi eine AK-47-Variante. Das Ganze am besten mit der Lockshot-Mündung, beziehungsweise falls ihr das Ganze nicht frei haben solltet, würde ich definitiv eine Mündung nehmen. Die doppelte Rückschusskontrolle verbessert, getuned auf allgemeine Waffenrückschusskontrolle plus Stabilisierung von Rückschuss, dazu der Kast 10er Lauf, der noch ein bisschen getuned wird auf Rückschussstabilität plus ZV-Geschwindigkeit. Wieder mal der FSS ohne Laser, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, ist wirklich sehr OP, was die Multiplayer-Stats angeht. Kron Mini Pro Visier, falls ihr natürlich Bodenkrieg spielen solltet, könnt ihr ein Longshot-Visier spielen, geht natürlich auch ganz klassisch klar. Und dann zu guter Letzt der Demo X2-Griff, sorgt für Rückschusskontrolle, getuned auf Rückschussstabilität plus Rückschusskontrolle.
Und das, wie gesagt, ist die Castorf 762, auch sehr, sehr stark Sturmgewehr. Kommen wir erstmal zu den Close-Range-Waffen, hier natürlich die Castorf 74U, aka die AKU. Wurde jetzt ein bisschen verschlechtert mit dem Update, aber man muss halt wirklich immer noch sagen, dass diese Waffe extrem guten Schaden hat, extrem gutes Movement hat, plus die Time-to-Kill ist auch extrem stark. Das Ganze mit dem Castle-Kompensator sorgt für Rückschusskontrolle, getuned auf Rückschusskontrolle, plus allgemeine Waffenrückschusskontrolle, BR-209-Lauf, getuned auf Rückschussstabilität, plus ZV-Geschwindigkeit, FSSO-Laser, dazu Sharkwind-Unterlauf, Vorteil hier ist natürlich, dass man keine ZV-Geschwindigkeit verliert, getuned auf allgemeine ZV-Geschwindigkeit, plus Bewegungstempo beim Zielen, und dazu der True-Tag-Griff, der so ein bisschen für ZV-Geschwindigkeit sorgt, getuned auf Rückschussstabilität, plus Zielstabilität im Stillstand. Und das, wie gesagt, ist die AKU, auch nach den ganzen Updates, muss man einfach sagen, die Waffe ist immer noch einer der besten Close-Range-Waffen, die es gibt. Deswegen spielt unbedingt diese Waffe auf Close-Range. Dazu als nächstes natürlich die Fennec. Auch wie in Warzone 2 muss man sagen, die Waffe ist, auch was die Time-to-Kill angeht, durch die Feuerrate wirklich im Multiplayer auch sehr, sehr stark. Auch eine sehr beliebte Waffe. Und deswegen natürlich auf Close-Range extrem gefährlich, da man, wie gesagt, durch die Feuerrate wirklich einige Vorteile haben kann. Das Ganze wieder mit der Lockshot-Mündung, getuned auf Rückschusskontrolle, allgemein generell auf beiden Seiten natürlich ein bisschen nach oben. Dazu der 7MB-Laser, wieder natürlich ZV-Geschwindigkeit, Zielstabilität plus Sprinten zum Feuertempo, auch sehr, sehr wichtig bei den MPs. Der Phase 3-Griff allgemein für Rückschusskontrolle, getuned auf ZV-Geschwindigkeit plus Bewegungstempo beim Zielen, 45 Schussmagazin. Ja, können wir uns, denke ich, einig sein, sollte man definitiv spielen. Und der Fennec-Gummigriff, allgemein für ZV-Geschwindigkeit, plus natürlich Nachsprinten, Feuertempo. Getuned auf Rückschussstabilität, plus Sprinten, Feuertempo. Und das, wie gesagt, ist die Fennec wirklich auch auf Close Range einer der besten Waffen, die man aktuell spielen kann. Als nächstes haben wir die Wassenet 9K, eine Waffe, die wirklich auf Close Range unglaublich stark ist. Der Vorteil der Waffe ist, dass sie wirklich extrem präzise ist und was die Rückschusskontrolle angeht, wirklich sehr, sehr leicht zu kontrollieren ist. Das heißt, man muss wirklich fast gar nicht gegenhalten. Und Time to Kill ist auf jeden Fall auch ganz gut, muss man sagen. Und generell, was Movement angeht, ist die Klasse wirklich sehr stark. Das Ganze mit dem Castle-Kompensator, getuned auf Rückschuss plus Zielstabilität. 381mm Lauf, getuned auf Rückschussstabilität plus ZV-Geschwindigkeit. Wieder der OLV-Laser. Ortetschaft, allgemein getuned auf Zielstabilität plus Bewegungstempo. Und dann zu guter Letzt das 45-Schuss-Magazin. Die Waffe hat standardmäßig ein 30er-Magazin, was etwas wenig ist. Deswegen würde ich das Magazin tendenziell mitnehmen. Dann kommen wir natürlich zu diesen zwei Prachtexemplaren, die X12 Akimbo-Varianten, ja, die in Warzone schon sehr stark sind, aber halt auch im Multiplayer wirklich extrem, extrem stark sein können. Teilweise auf Close Range kann man wirklich Gegner mit zwei Kugeln oder beziehungsweise zwei Bursts jeweils droppen, was halt wirklich komplett krank ist. Die Waffe könnt ihr natürlich genauso nachbauen, ist fast dasselbe Setup wie in Warzone. Stilmündung getuned auf Rückschussstabilität plus Bullet Velocity. 1MW-Pistolenlaser ist bei den ganzen Pistolen einfach das Beste. Der Lightfire-Abzug allgemein für Feuerrate noch ein bisschen getuned auf Rückschussdämpfung plus Zielstabilität. Hier kann man eigentlich so ein bisschen rumspielen. Hohlspitzmunition sorgt allgemein natürlich, dass die Waffe so ein bisschen stärker ist, getuned auf effektive Reichweite plus Bullet Velocity. Ja, und zu guter Letzt, wie gesagt, der Akimbo-Aufsatz macht die Waffe wirklich unglaublich stark und auf Close Range kann man halt wirklich Gegner komplett durch die Lobby schleudern, was halt wirklich komplett insane ist. Beide Varianten, auch die P890 Akimbo-Pistolen, die auch wirklich komplett broken waren, wurden verschlechtert, aber man muss halt einfach sagen, die Waffen sind eigentlich fast immer noch identisch und ja, wie gesagt, beide Varianten immer noch sehr stark. Wenn man das Ganze als Backup auf Close Range spielt, muss man halt einfach sagen, dass diese Waffen beide jeweils wirklich komplett insane ist. 12 Schussmagazin dazu plus der Akimbo-Aufsatz. Und das, wie gesagt, ist die P890. Wenn man eine Pistole spielen will, sind das somit die besten Varianten in meinen Augen. Und das wäre es erstmal von den besten Waffen in Modern Warfare 2 nach dem Mid-Season-Update. Und generell, wie gesagt, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie wirklich sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ja, in Modern Warfare 2 ist es halt so, die Time-to-Kill ist extrem niedrig. Deswegen kann man theoretisch wirklich fast alles halbwegs gut spielen. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal, peace.